Noch Bayern-Trainer Thomas Tuchel wollte offenbar im vergangenen Sommer zwei wichtige Bayern-Stars verkaufen. Das berichtet die britische Webseite The Athletic unter Berufung auf eine Quelle aus Tuchels Umfeld. Dem Bericht zufolge wollte Tuchel Joshua Kimmich und Leon Goretzka verkaufen, um Platz für einen Neuzugang zu machen. Aus dem Neuzugang einer von Tuchel geforderten Holding Six wurde allerdings nichts. Zudem lehnten die Bayern-Bosse es ab, Kimmich und Goretzka zu verkaufen. Tuchel betonte daraufhin mehrfach öffentlich, dass er mit den Spielern nicht zufrieden sei. Dies sei bei Kimmich und Goretzka natürlich überhaupt nicht gut angekommen, wie die Quelle bestätigte.